2020 hat mir gezeigt, dass wir in unserer Gesellschaft so viel Flexibilität und so viel Kreativität haben, dass wir eigentlich alle Probleme, die da sind, perfekt lösen könnten. Und gleichzeitig, wie viele Probleme und Missstände es in der Gesellschaft aber noch gibt. Und dass diese vor allem sehr deutlich werden und es viel zu spät ist, diese in Krisen anzugehen. Außerdem habe ich gelernt, dass ich meine Mitmenschen viel mehr wertschätze, insbesondere diejenigen, die zum gesellschaftlichen Miteinander beitragen, anstatt zum Gegeneinander. Grenzen zu wahren, auch anderen Menschen Grenzen aufzuzeigen, denn ich werde es niemals allen recht machen und deswegen mache ich es am besten einfach so, wie es für mich am besten ist. Wir konnten plötzlich alle sehr empathisch auch die Probleme des anderen, des Nachbarn, des Freundes, des Familienmitgliedes nachempfinden. Und ich glaube, wir haben eine Riesenchance. Wir können uns als Gesellschaft einfach dadurch noch viel, viel mehr stärken. Mein größtes Learning ist, dass man aus einer Niederlage oft mehr lernen kann wie aus einem Erfolg. Denn genau dann weiß ich, wie es nicht funktioniert. Nur wenn ich mich traue, habe ich auch die Chance, dass ich was erreiche. Mein Lebensmotto ist, lerne für dein Leben. Fighting is not about winning or losing, it's about learning. Im Sport lernt man, mit Niederlagen umzugehen und weiterzumachen und niemals aufzugeben. Aufgeben ist keine Option für mich. Innerer Frieden ist der neue Erfolg und Gesundheit der neue Reichtum. 2020 und 2021 haben uns gezeigt, was wirklich zählt. Mentale und körperliche Gesundheit. Ich möchte mir einfach für 2021 und alle kommenden Jahre Flexibilität bewahren. Und zwar Flexibilität, die mir als Mutter durch die Homeoffice-Situation geboten wurde. Das ist ganz wichtig und das habe ich gelernt im letzten Jahr und werde das definitiv auch in die Zukunft tragen. Die Vision, die ich für meine Töchter und ihre Generation habe, ist, dass es einfach selbstverständlicher wird, dass Eltern sich die Betreuungszeit teilen. Die Diskussion rund um die Frauenquote müsste sich dadurch meiner Meinung nach auch erübrigen, weil wenn es einfach ein Selbstverständnis ist, dass beide Eltern eine Pause nehmen und Arbeitgeber entsprechende Arbeitsmodelle entwickeln, ist es auch so, dass letztendlich die Fähigkeiten entscheiden, wer den Job bekommt. Also ist es so, als würde man mir nicht nur weniger zutrauen, weil ich eine Frau bin und boxe, sondern quasi doppelt so wenig, weil ich eine Frau bin und ein Kopftuch trage und boxe. Und im Sport sollte es um die Leistung gehen und nicht um das Aussehen. Und deswegen darf keiner ausgegrenzt werden und auch Ansprüche stellen und zeigen, dass wir es genauso drauf haben wie andere zum Beispiel. Mehr Freiheit, das zu tun, was wir wollen. Mehr Chancengleichheit, um etwas bewegen zu können. Und mehr Unterstützung, um gemeinsam etwas erreichen zu können. Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Frauen, die einfach rausgehen und sich was trauen. Denn ich denke, das Wichtigste ist, dass wir in ein paar Jahren nicht mehr darüber sprechen müssen, dass es irgendwelche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Dass es einfach normal ist. Ich hoffe, alle zukünftigen Generationen werden in der Lage sein, groß zu träumen und auch diese Träume umzusetzen, egal woher sie herkommen, wie ihre Hautfarbe ist, mit welchem Geschlecht sie sich identifizieren, aber auch wie sie aussehen. Und wir legen da ganz gut vor. Es gibt viele tolle Frauen, die eine Stimme haben, die nutzen, die für etwas stehen. Und ich hoffe, dass die zukünftigen Generationen nicht mehr so viel damit kämpfen müssen, dass man dann gleich herrisch oder zu ehrgeizig ist, sondern sie einfach machen zu lassen und träumen zu lassen. Es ist wichtig, junge weibliche Talente zu fördern und zu fordern, ihnen auch zu sagen, hey, ihr könnt auch gleichzeitig eine Familie planen, Kinder kriegen, einen Haushalt führen und trotzdem im Beruf Fuß fassen. Es macht so viel Spaß und es macht wahnsinnig viel Spaß, unter Frauen zu netzwerken. Meine Vision ist, dass nicht mehr über Frauen geredet wird, sondern mit ihnen. Dass man Frauen nicht als irgendeine besondere Unterkategorie betrachtet, die in der Gesellschaft irgendwie noch mal extra Hilfe brauchen und das auch nur von außen. Und am allermeisten wünsche ich mir, dass meine Töchter oder spätestens die Kinder meiner Töchter überhaupt gar keine Ahnung mehr haben, was ich damit meine. Ja, ich wünsche mir, dass sie sich repräsentieren können, dass sie nicht aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes reduziert werden, dass sie nicht an Altersarmut leiden müssen, dass sie die Möglichkeit haben, ihr eigenes Beauty-Standard zu sein und auch zu definieren und genau einfach sie selbst sein können. Embrace your beauty!